Eine Reise durch das Land des Gibbetaren. Ulcinis, Skoda, Tirana, Durres, Elbasan und Berat sind die Hauptorte, die besucht werden. Mächtige Burganlagen, wie hier die Rosava-Burg bei Skoda, erlauben einen Blick über das ganze Land. Festung ist so groß, dass mehrere Fußballfelder drinnen Platz hätten. Mutter Teresa an der Universität in Tirana, der Skanderbegplatz. Skanderbeg ist der Befreier von Albanien. Ihm ist auch ein Reiterdenkmal gewidmet, das mitten auf dem Platz steht. An der Ecke die Ebu Bekr Moschee, die innen sehr, sehr schön ausgemalt ist. Im Stadtpark Kunst, viel Kunst aus Beton. Sogar Berliner Mauer findet man da. Vom Daitiberg über Tirana kann man bei schönem Wetter das Meer sehen. Die nächste Station ist Berat, Weltkulturerbe, Stadt der 1000 Fenster. Die Hängebrücke verbindet die Stadtteile und über dem Fluss eine riesige Festung. Mit Kirchen, hier kann man Unufri, Ikonen besichtigen, durch das Städtchen schlendern, das Burgstädtchen schlendern, byzantinische Kunst bewundern. Links und rechts der Straßen immer wieder diese Bunker. Über den Krabappel.